Ich wollte mich mit Maxim um 10 Uhr bei Obi treffen. Maxim war das letzte Mal um 4.57 Uhr morgens auf WhatsApp online. Ich bin müde. Wo ist denn der Becher hin, Alter? Maxim, wie geht's dir denn? Bist du frisch und munter? Damals habe ich auch gestern bis 4.30 Uhr gestreamt. Kein Wasser mehr. Hier sind wieder die Basketballs und heute bauen wir eine Küche, einen Ofen. Ein Herd. Wir haben aber nur ganz kleine Teile. Weil wir für kleine Menschen bauen. Und zwar meine kleinen Kinder, die wollen eine Küche. Deswegen machen wir erstmal ein Herd. Es ist auch schon zusammengeschnitten. Ein Ding hast du geschnitten und der Rest war der nette Obi-Mann. Das ist das hier. Wir werden versuchen, mit möglichst vielen Winkeln zu arbeiten, nicht so viele Schrauben rausgucken zu lassen. Wie gesagt, kleine Menschen mögen spitze Dinge nicht. Und wessen Stichsäge ist das? Das ist natürlich die von Malte. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist diese Stichsäge? Ich sag mal so, sie hatte in der Verpackung eine Klinge. Und die Klinge war in der Anleitung. Die muss ich erstmal suchen, Alter. Wo ist deine Säge nochmal? Ich habe einen Fuchsschwanz. Ja, das ist kein Mikro, merkst du das? Das ist kein Ofen, das ist kein Mikro, das ist keine Kamera. Aber ich muss sagen, ich rede trotzdem gerne da rein. Theoretisch müsste es dann quasi so aussehen. Das Ding müssen wir kopieren, das müssen wir hier nochmal hinlegen. Da legen wir quasi die Bodenplatte einfach drauf, am besten mit der Rückseite. Wenn du jetzt anfängst zu twerken, ne? Das ist halt jetzt schon fertig. So Leute, wir sind fertig. Das war's mit der Folge Bastel Boys. Hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Abonniert Maxim. Abonniert mich. Wir haben wieder investiert, eigentlich mehr fürs nächste Mal. Das heißt, die Bohrköpfe haben genauso viel gekostet wie das Holz. Alter, meine scheiß Stichsäge hat 50 Euro gekostet. Und die ist kacke, Mann. Dieses Teil gilt es erstmal zu kopieren. Und ich würde einfach mal sagen, der Malte. Der Malte stichsägt einfach mal eine Kopie davon. So ein Ding kostet einfach 5 Euro. Du kannst da raus. Und das ist noch übrig. Kiefer ist halt einfach so der Abfall unter den Hölzern. Wir machen die beiden aneinander und dann säge ich da einmal dran. Und das ist übel gut. Ich glaube, das Problem ist halt, wenn du hier jetzt lang sägst, dann sägst du hier was von weg. Nee. So, also machen wir da 5 und ich kann einfach dran vorbeisägen. Das ist ja insane. Ja. Das Ding ist ja OP. Alter, ein Hell macht die besten Stichsägen. Was ist das für ein Hell? Aber Maxim ist mein Papa und erklärt mir jetzt, wie man stichsägt. Jetzt mal ganz ehrlich, dafür das ist echt okay. Es ist halt wirklich in Ordnung. Fakt ist, das ist nicht schlimm, weil es kommt ja eh hin, ne? Das dient nur der Stabilisierung. Ja, das muss quasi ja. Deswegen habe ich mir nicht so viel Mühe gegeben. Also es ist halt für kleine Kinder, ne? Wenn wir da jetzt Schrauben rausstehen lassen oder da irgendwie eine harte Kante, dann sterben die. Und das möchte Maxim nicht. Nee. Das ist halt übel teuer, so ein Tod. So, gut Leute. Konzentration. Wir kriegen Spaß. So, pass auf. Das ist unsere Reutnisplatte. Und jetzt halt die Frage, wie wir... Das wird nachher wieder geil aussehen, Jungs. Jetzt lacht ihr noch, aber dann. Aber dann wollt ihr am liebsten was kochen, wenn ihr das seht. Jetzt kannst du sogar Dual-Wielding machen. Oder? Oder ja, nicht? Ich würde es jetzt einfach machen. Ich muss, glaube ich, den Cool-Modus aktivieren. Cool-Modus? Okay. Ich glaube, ich bin jetzt cool, Jungs. Oh, ich hunger. Oh, ja. Ich krieg das hin, halt ein Maul. Oh, nicht so toll. Ja, ist doch gut, Junge. Peter. Bin dran! Oh. Der war so Yeah, Bitch. Du musst das Holz auch ab und zu mal so ein bisschen dirty talken. Bitch! Als Vergleich, ich glaube, das Modell, das was wir jetzt bauen, kostet, glaube ich, so 100 Euro, wenn ihr es kaufen würdet. Und aktuell haben wir Materialkosten von 10. Jetzt ballern wir das hier drauf. Das ist gut. Ich habe jetzt halt echt langsam gemacht, aber hier sieht man. So, dann machen wir mal 10 cm. Gut aus, sieht auch gut aus. Unser Problem ist, dass einfach die Tür unten, die bewegt sich ja und deswegen müssen wir unten ein bisschen abschleifen. Ja, das geht aber, glaube ich, ganz gut.
Hast du die falsche Seite genommen? Nee, das ist schon die richtige Seite. Scheiße! Ich bin kein Fan von irgendeinem Fußballclub, aber diese Tasse ist sponsert bei Mori09TV. Ah. Oh, das sieht doch eigentlich gut aus. Kennt ihr den Moment, wenn ihr einfach besser Kreise sägt als geradeaus? Roll, du bist frei! Alter, das rollt halt einfach echt weit. Das Größenverhältnis ist natürlich Copyright Strike Inc. Ja, scheiße. Nein. Ich bin Jesus, folgt mir. Gut. Ich säg euch das in Ruhe aus. Ihr habt meine Tasse genommen hier zum ohne Scheiß. Ja, die ist noch gut. So Leute, Plan, super easy. Wir bohren jetzt hier rein, dann haben wir genau die Mitte. Und dann machen wir genau die Mitte, dann machen wir zwei Schrauben rein. Wenn Maxim was hochlädt, gibt es Leute, ja, die sehen dann so aus im Gesicht. Ja, die freuen sich. Ja. Wenn ich zum Beispiel sehe, Maxim hat ein Video hochgeladen, ne? Ah. Kennt ihr diesen Moment, wenn ein Herd und ein Ofen einfach schöner aussehen als euer eigenes Gesicht? Malte, sei nicht traurig. Jo. So Leute, der Ofen ist fertig. Er ist bereit. Also man muss noch ein kleines bisschen abschleifen und so. Aber ja. Der sonst sterben die Kinder einfach, ne? Sobald die Späne einatmen, ist die eh so. Ja, haben wir eine Holzallergie. Okay, ja, Bastelboys sagen, I am the one. Das ist einfach der dümmste Move der Welt. Man kann die Dinger drehen, man kann es aufmachen, ne? Man kann was reinstellen. Ja, da kannst du halt hier dein veganes Frühstück drauf machen. Es ist halt auch super schwer. Wie gesagt, pädagogisch gesehen erkennen. Pädagogisch gesehen, der Montessori sagt, Spielzeug muss schwer sein, damit es einen Wert hat. Aber wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, was wir da noch bauen können. Checkt Maxim aus, da wird es wahrscheinlich nochmal auch ein paar Bastelvideos geben. Und abonniert auch mal. Gut Leute, tschüss. Haut rein. Tschüss. Ich habe noch nie so nah reingeguckt, Alter. Das war danke sagen. Danke.